So, und da wäre ich wieder. Erfasse Ziel. Feindliche Einheit. Hat doch gerade eben noch ein dringendes Geschäft zu erledigen. Deswegen müsste ich mal ganz eben mal kurz weg. Feuer. Ja. Stealth-Einheit geortet. Hey, das ist ein Sammler. Oh, mein Freund, bist du fertig? Das finde ich aber sehr lieb von dir. Den hätte ich auch ganz gerne Hand von Nutz. Einfach weil es geht. Dafür wurden wir ausgebildet. Alles klar. Basis in Sicht. Bau abgeschlossen. Aber man lebt verdammt ruhig, wenn man einmal hier ein bisschen Zeug eingenommen hat. Ausbildung. Also beziehungsweise ein bisschen was kaputt gemacht hat. Sie können nirgendwo hin. Komm zurück, bitte. Wir haben sie. Mach mal bitte weiter die Kraftwerke kaputt. So lange, bis hier oben Stromausfall ist. Wenn da überhaupt Stromausfall sein kann. Nee, kann nicht, okay. Haben wir noch irgendwelche. Okay. Jungs, kommt zurück. Verstanden. Mit allen müsst ihr euch näher anlegen. Koordinaten erfasst. Kommt euch mal reparieren, bitte. Bin gleich dort. So. Machen wir uns an die Arbeit. Ihr holt euch mal die Mutantenhütte, also zumindest der eine. Ich kann helfen. Und na gut, hier oben, das ist noch ein paar. Obwohl. Neue Bauoption. Ziel wählen. Okay, das war dämlich. Ich wollte eigentlich das Tarnfeld nehmen. Gut, wie viele Mutanten? 5 Trupps. Halten in Sicht. Ausbildung. Machen wir es mal so. Ja, gut, so geht's natürlich auch. Hab auch. Ja, ansonsten. Patrouille bereit. Venoms. Kommt mal hoch. Erledigt mal den letzten. Roger. Kann ich irgendwie helfen? Und du gehst dann mal hier oben rein. Okay, da lang zu fliegen ist nicht das Schlauste. Merke ich gerade. Wir haben sie auf dem Radar. Koordinaten erfasst. Feindliche Einheiten in Sicht. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, bauen wir unten noch eine Landeplattform, so als, wie gesagt, vorgeschobene Basis. Wir haben für unser Ziel Mutanten rekrutiert. Bonusziel erreicht. Ja, das ist schön, dass das Bonusziel erreicht ist. Abgeschlossen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Das konnte ich mir jetzt schon fast denken, dass es dann einen Geheimdiensteintrag gibt. Und ich würde aufgrund der guten aktuellen finanziellen Lage, die wir momentan haben, sagen, wir brauchen hier mal ein paar Avatare. So. Auf Patrouille. Ihr kommt euch mal reparieren. Okay. Wir warten. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, das ist der Avatar hier oben, der die ganze Zeit rumschleicht. Da muss ich mir mal noch was einfallen lassen, wie ich den am besten loskriege. Kannst du eigentlich feindliche Basis in Sicht. Von hier unten da oben drauf schießen? Sammler wird angegriffen. Sammler verloren. Okay. Das hat er dann aber auch verdient. Roger. Wenn der wirklich so dämlich ist und da hochfährt. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Feindliche Einheiten in Sicht. Ein paar Einheiten, ich würde sagen, wir bauen mal was dagegen. Schrein der Geheimnisse wäre auch eine Möglichkeit, die wir jetzt mal in Betracht ziehen müssten. Oder könnten. Hey, da ist noch ein Venom. Irgendwas gesehen? Komm mal rüber. Ja. Bau abgeschlossen. Schrein der Geheimnisse, bitte. Neue Bauoption. Die Chemiefabrik hätte ich dann und ja, mal gucken. Avatar bereit. Deswegen habe ich dich jetzt eigentlich gebaut. Achso, wegen der. Wegen der Geschichte eigentlich. Feindliche Einheit. Oder wahrscheinlich nur um den zu haben. Ja, je nachdem. Was gibt's? So, ihr kommt mal mit. Na klar. Wir gehen jetzt mal ein paar Mutanten klatschen. Roger. Verstanden. Ja. Weil da oben brauche ich immer ein paar Silos. Avatar bereit. Koordinaten erfasst. Bau abgeschlossen. Verstanden. Okay. So, Jungs. Verstanden. Wir greifen an. Ja. Geht sie nieder. Erfassen ihr werdet jetzt alle hier eures erbärmlichen Lebens entledigt. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. 3 von denen brauche ich. Und ansonsten Tempel von Nott. Bitte mal hier unten reinsetzen. Avatar bereit. Eine Chemiebombe brauche ich auch mal. Die Bruderschaft vertraut mir. Wir haben die Katalystrakete. Die Bruderschaft. Die ist lustig. Die macht Spaß.
Also die kann man hier auf dem Tiberiumfeld setzen, beziehungsweise Raffinerie und die macht böse Aua. Tiberiumbelastung gemessen. Arbeiten wir zusammen. Carry all, Befehl erhalten. Guck mal, ihr kriegt sogar First Class hier. Avatar bereit. Carry all einsatzbereit. Ich bin unterwegs. Ihr seid ja auf Businessreise. Und ihr sollt dann mal hier runtergelassen werden. Patrouille bereit. Und ansonsten. Roger. Hier hinten noch ein. Ach, das ist das Tiberiumfeld von dem, ne? Okay. Feindliche Basis in Sicht. Avatar bereit. Ja. Ach komm, wir machen ein bisschen die Raffinerie kaputt. Wenn wir schon mal hier sind. Obwohl, ich könnte dem Avatar da auch eine Falle stellen. Ich hab da so eine Idee. Benutzt mal die Rakete. Feindliche Einheiten in Sicht. Einfach, als geht. Bereit. Und hier habe ich dann die Aurora-Waffe rein, wahrscheinlich. Habe ich den verpasst? Mist. Ziel wählen. Mach nochmal ein paar Minen hin. Ah, die. Die Jungs sind da. Schießen Sie los. Feuern! Na komm, wir eliminieren erstmal alles, was er noch irgendwie auf unsere Lufteinheiten schießen kann. Okay, verstanden. Und dann reichen wir wieder die ganze Basis hier aus. Ziel wählen. Das macht ja so gut wie keinen Schaden. Holen wir sie uns. Mach den mal bitte weg. Und dann haben sie wirklich alle. Sehr schön. Und jetzt kann ich oben das eigentlich jetzt als Basisbau nutzen? Oder zum Basisbau? Oh, dann würde ich mir nämlich das Tiberiumfeld hier hinten noch einverleihen. Und hier könnte man noch einen Sammler gebrauchen. Ausbildung. Hier bauen wir mal noch ein paar Avatare. Einfach Ausbildung. Um die GDI dann zu begrüßen. Und die Jungs hier oben haben dann Spaß. Ja, das geht sogar. Das finde ich schön. Jetzt wird geerntet. Dafür wurden wir ausgebildet. Ziel wählen. Was mache ich mit dem Kollegen hier eigentlich? Einheit befördert. Da muss ich mir mal noch was überlegen. Avatar bereit. Obwohl, das geht doch eigentlich ganz einfach. Ausbildung. Mit einer Kommandoeinheit. Sie können nirgendwo hin. Mach den Knoten bitte gleich ganz kaputt. Aus. Verstanden. Dafür wurden wir ausgebildet. So, Jungs. Wir haben sie. Ich würde sagen, Killian, haben jetzt gewaltig in den Allerwertesten getreten. Mach sie fertig. Du Kommandoeinheit, wo bist denn du? Ich arbeite allein. Ja, das finde ich schön. Okay. Du gehst mal bitte mit voran. Tiberiumbelastung gemessen. Ja, bei der ist das nicht ganz so schlimm. Die kann das ab. Ich verstehe. Holen wir sie uns. Ja, mach mal bitte alles Feuer. Kaputt, was unsere Kommandoeinheit gefährden kann. Verstanden. Bitte auch die Strahlenkanone. Mach sie fertig. Und der Panzer, ganz wichtig. Und ansonsten haben wir ja eigentlich alles, ne? Koordinaten erfasst. Ja, den Rest macht unsere gute, okay. Die gute Frau hier. Wie ist der Plan? Stealth-Einheit geortet. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Darf ich euch mal sagen, dass ihr Idioten seid? Avatar bereit. Aber so richtige Idioten. Ach, Leute. Mach's mal kaputt. Mit freundlichen Grüßen. Silos benötigt. Ist so, ansonsten. Bereit. Na, die Aurora. Ziel wählen. Nein, das war lame. Ich verstehe. Mach mal bitte das da kaputt. Persönliche Zustellung. Avatar bereit. Ich hätte ganz gerne noch ein paar Venoms. Ein paar Verticals. Einfach damit man es mal hat. Ich arbeite allein. Das finde ich sehr gut, dass du allein arbeitest. Positiv. So, jetzt ist der Avatar dran. Das finde ich schön, wenn er dir gefällt. Okay. Ach, ich finde es schön. Ach, hier hinten haben wir noch was. Ziel wählen.
Ziel wählen. Kommt mal her. So, und du, ich würde sagen, du machst mir mal die Bomber weg. Ja, ja, Killian hinterher. Ui, da ist noch was. Ziel wählen. Ziel wählen. Okay. Auf dir. Ja, und das sieht mir hier am explodiert halt hier. Ziel wählen. Bomben wir? Ach komm, wir bomben. Avatar bereit. In Bereitschaft. Einheit wird angegriffen. So, Also? Gute Frau. Hier ist meine Karte. Bitte mal kaputt machen. Okay. Konzentration. Und ihr könnt euch mal den Kranio holen. Es darf nicht existieren. Nee, es darf wirklich nicht existieren. Ziel erreicht. Sehr schön. Gebäude besetzt. Oh, was haben wir denn hier? Killians nördlicher Stützpunkt ist jetzt auf ihrer Seite. GDI-Truppen nähern sich aus nördlicher Richtung. Ja, das bezweifle ich. Kümmern wir uns um die GDI. Okay, wird gemacht. Nachricht. Die GDI hat eine Ionenkanone platziert. Zerstören Sie sie, bevor Sie sie auf Killians Hauptquartier richten. Zerstören Sie die GDI-Basis nordöstlich des Ayers Rock. Verhindern Sie, dass Killians Hauptquartier zerstört wird. Die Rache steht allein Kane zu. Silos benötigt. Dann würde ich sagen, die Aurora-Waffe wird zuallererst, ich knall ich zuerst da oben rein. Aurora-Rakete gestartet. Und ansonsten, der Rest wird uns einfach überrannt. Jungs, vorrücken. Endlich. Wir müssen noch was kaputt machen. Oh, Schalle mit doch. Jungs, ihr habt jetzt aber jetzt ganz hoffentlich, ne? Das finde ich nicht korrekt von euch, was ihr da treibt. Oh, was ist denn hier unten? Noch eine Mutantenhütte, noch ein bisschen mehr Geld. Ja, die Ionenkanone. Das Ding ist absolut, naja. Das war jetzt mal wie einfach. Gut, wir haben die Jungs vielleicht ein bisschen überrannt, auch sonst. Ich sag mal so, Kane will ja seine Rache. Gibt's hier unten noch was Interessantes irgendwie? Irgendwas gesehen? Müssen wir mal nachgucken gehen, ne? Feindliche Einheiten in Sicht. Außer massenhaft Mutanten. Okay. Alter, da gibt's so viele Mutanten. Na klar. Verstanden. Okay. Rückzug. Und das sind alles Einheitenkisten und Geldkisten, ja gut. Ich warte. Das braucht. Angriff. Ich mach lieber auf die klassische Art und Weise. Jetzt weiß ich auch, was diese eine. Das sind doch. Stealth-Panzer. Ey, das ist Stealth-Panzer. Ich arbeite allein. Genau mein Ziel. Hat mir die GDI tatsächlich so ein Avatar geklaut? Ziel wählen. Tiberium-Belastung gemessen. Das ist doch unmöglich. Also, die sind wirklich unmöglich. So, ich würde sagen, jetzt ist der nördliche Stützpunkt dran. Dass ich den Avatar so wegnehme, hätte ich jetzt nicht gedacht. Volle Energie. Was denn du? Du sollst eigentlich nach oben. Mein Freund. Einheit befördert. Natürlich. Guck mal, da kommt ein Ingenieur. Wisst ihr was denn? Überrennen wir einfach. Roger. Tut mir leid. Patrouille bereit. Feindliche und ich weiß, wo du hin bist, mein Freund. Avatar. Das ist die alljährliche Wanderung nach Mücken von den Avataren. Rücke vor. Das ist das größte Naturschauspiel jenseits von Australien. Dachte ich mir. Erledigt. Alter, haben die aufgerüstet. Mach den Mammut erstmal weg. Ziel erfasst. Infanteriekiller! Alter Schwede! Jo! Die haben ein bisschen aufgerüstet. Überrennen die einfach mal. Mammut, der geht mir auf den Sack. Drücke vor. Ihr habt doch eh keine Chance. Gebt doch einfach auf. Ach, da ist noch einer. Greife an, dachte ich mir. Mach das mal bitte kaputt. Ich will, dass keine Mammuts mal nachkommen. Jetzt sind sie dran.
Und der Rest wird einfach überrannt. Ziel bestimmt. Pulverisiert. Ja. Ihr wird einfach überrannt. Ziel bestimmt. Der nächste. Und ansonsten würde ich meinen. Natürlich. Wie, es wird angegriffen. Killians Hauptquartier wird angegriffen. Er greift ihn hier an. Die GDI hat Ayers Rock infiltriert. Okay, macht's kaputt. Einsatzziel erreicht. Sehr schön. Angegriffen. Ziel wähle. Geschafft. Und der Juggernaut da hinten, der backt ein bisschen rum. Aber gut zu wissen. Ja, schon 27 Minuten. Ich bezweifle, dass wir das in der Zeit geschafft haben. Ganz stark. Alle Hauptziele erfüllt. Sehr schön. Alle Bonusziele erfüllt. Und sämtliche Geheimdiensteinträge erfüllt. Das ist doch sehr schön. Und jetzt gibt es ein schönes Video. Bis gleich. Ja, mal schade. Aber Zweifel sind ein Geschwür, das ausgemerzt werden muss. Ich habe dir alles gegeben, Killian. Eine eigene Armee, einen Platz in meinem inneren Zirkel, eine Zukunft. Jenseits deiner wildesten Träume. Und alles, was ich dafür wollte, war dein Glaube. Mein Glaube ist stark. Ich glaube an die Bruderschaft und ich glaube, dass sie ihre Anhänger aufgeben. Eine Verbindung mit AJ. Erzähl's mir, AJ. Sir? Erzähl mir nochmal von Sarajevo. Naja, das ist nicht einfach. Du sagtest, Killians Truppen hätten den Commander überfallen. Es waren nur Deserteure. Ihr Anführer war ein GDI-Spitzel. Du sagtest, sie hätte nicht nur mich selbst und meine Minister, sondern auch die Zukunft der Bruderschaft gefährdet. Ach, Unsinn! Sie haben keine Beweise! Ajays Glaube stand nie in Frage. Wenn er gegen dich aussagt, ist mir das Beweis genug. Ich habe nicht gesagt, dass ich Killians Truppen dort gesehen habe. Du hast mir versichert, dass sie gegen mich intrigiert. Du hast sie als Verräterin bezeichnet und wir beide wissen, auf Verrat steht... Der Tod. Waren es Killians Truppen, AJ? Das Urteil liegt in deinen Händen. Nur zu, AJ. Verurteile mich nur, das wolltest du doch immer, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sicher sagen, was Killian vorhatte. Es ist alles so verwirrt. Okay. Ich wollte doch nur das Beste für Nord. Tu es. Gratulation, AJ. Du hast die Prüfung deines Glaubens bestanden. Commander, ich hatte es prophezeit. Ein Platz in meinem inneren Zirkel ist gerade frei geworden. Gratulation, du bist jetzt meine Nummer 2. Geht jetzt. Für die Akten. Ich hatte nie vor, den Krieg gegen die GDI zu gewinnen. Das war's, was Killian einfach nicht begriffen hat. Die GDI hat den Tacitus immer als Warnung vor den Besuchern verstanden. Und ich sah die Chance für mich, eine überlegene Rasse auf die Erde zu holen. Eine Rasse mit großem Wissen über das Tiberium. Laut des Tacitus würde eine Flüssig-Tiberium-Explosion das Besucherspähschiff alarmieren. Aber unsere Experimente missglückten. Wir erreichten nicht die benötigte Sprengkraft. Deswegen begann ich den Krieg gegen die GDI, um einen Angriff ihrer Ionenkanone zu provozieren. Laut meiner Forschungsminister war nur ein Ionenstrahl in der Lage, das Flüssig-Tiberium zu zünden. Natürlich hatte ich so ganz nebenbei vor, die GDI zu schwächen. So konnten die Besucher erstmal ihre Mission beenden. 19 dieser Türme wurden inzwischen weltweit errichtet. Jeder einzelne wird bald ein Portal sein. Ein interstellares Sprungbrett in neue Welten. Unglücklicherweise sind die Türme kodiert. Keiner kommt hinein ohne einen Code. Ich glaube, er befindet sich in ihren Relais-Knoten. Du musst auf der Stelle eine dieser Anlagen erobern. Sie sind der Schlüssel für unsere Zukunft.
ich würde mal sagen, es geht mal wieder nach Italien. Mal wieder. Nee, aber ich würde sagen, an der Stelle, ja. Jeder hat seine gerechte Strafe bekommen. Ja, hier noch ein bisschen was zu den Mutanten. Also, ich gehe nochmal fix die Geheimdiensteinträge durch. Ja, sonst noch was Interessantes? Eher weniger, ne? Aber schön, dass der QDH wieder da ist. Auch wenn er einen kleinen Dachschaden hat. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Seid auf jeden Fall dabei, wenn es dann wieder nach Italien geht. Und ich würde sagen, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.